Moin Moin da draußen. Sind wir schon live? Ah, was freue ich mich. Hervorragend. Die Sommerpause ist vorüber. Ich konnte mich herrlich entspannen und erholen und natürlich auch nachdenken und reinspüren in das Ganze. Und das ist genau das, was ich mir für euch auch da draußen gewünscht habe, dass ihr mal in eure Situation, dass ihr die Zeit nutzt, aber das habt ihr vielleicht auch schon zu Corona-Zeiten, dass ihr mal reinspürt in das Ganze und euch wirklich fragt, bin ich da, wo ich bin, richtig? Und wie finde ich das raus? Was ist überhaupt richtig? Mögen die Leute mich da? Wird meine Arbeit und meine Fähigkeiten, werden die dort gesehen? Werden die respektiert und anerkannt? Fühle ich mich da wohl? Ist die Leitung, mit der ich arbeite, die Leitung, die zu mir passt? Ist das Team, mit dem ich arbeite, das Team, das zu mir passt? Also auch da nochmal in die eigene Bedeutsamkeit zu gehen. Ne? Ich finde, wir haben das viel zu selten gemacht in den letzten Jahrzehnten. Hallo Leute, Sandra ist da, Steffi ist da, noch eine Sandra und Maren ist da. Wunderbar, schön, dass ihr mit dabei seid. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir in die eigene Bedeutsamkeit gehen. Wir müssen tatsächlich weg von dem, ja, ich muss mich so klein machen, ich bin ein kleines Licht, ich bin ein kleines Rädchen im großen Getriebe und ich darf hier nicht mitbestimmen. Ich bin hier nur eine ganz klitzekleine Nummer, das ist absoluter Quatsch, sondern das, was wir jetzt gemeinsam machen werden, worauf wir den Fokus legen werden, ist, dass ihr der Dreh- und Angelpunkt seid. Ihr seid das Besondere an all dem, was wir in der Kita-Welt haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ihr entscheidet euch für die Kita. Ihr entscheidet euch für das Team, mit dem ihr arbeitet. Ihr entscheidet euch für die Leitung, ja? Das heißt, ihr könnt der Leitung auch sagen, pass mal auf, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann musst du mir das und das geben. Liebes Team, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, ja, und ich arbeite extrem geil und extrem leidenschaftlich, dann ist es wichtig, dass ihr das und das auch tut. Also es ist ganz wichtig, dass wir endlich eine Gleichwertigkeit bekommen. Nicht nur der eine Kleine will gerne bei den Großen mitspielen, sondern wir sind alle gleichwertig, auch was der Träger angeht und Bewerbungsgespräche angeht, dass ich ganz klar da sitze kann sagen, okay, das bin ich, ich hab's voll drauf und wenn nicht, dann werde ich's voll drauf haben in den nächsten Wochen, ich werde richtig mich reinknien, aber wenn Sie mich haben wollen, dann möchte ich gerne, dass Sie das und das auch für mich tun, dass Sie da hinter mir stehen, dass Sie mir vertrauen, ja, dass Sie mich aufbauen, mich motivieren und inspirieren, dass Sie mich unterstützen mit Fortbildung etc. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, aber ich möchte euch nur sagen, das war so mein Thema auch in der Urlaubszeit. Da bin ich reingegangen ganz tief und habe überlegt, okay, was will ich bewirken? Und dann ist mir klar geworden, ich will genau das bewirken, was ich in den letzten Jahren schon will. Ich will die Kita-Welt verändern. Und manche halten das für utopisch oder zu groß. Und für mich ist das Alltag. Ich ändere jetzt schon ganz viele Kitas, die nach und nach sich selbst ändern. Und dann ist das wie das Glücksprinzip. Das heißt, eine Kita wird geändert, die strahlen aus in die nächsten Kitas, erzählen denen davon, das strahlt wieder aus, das wird immer größer und ihr werdet sehen, in nicht allzu ferner Zukunft wird sich die Kita-Welt absolut ändern und wir werden endlich die Rahmenbedingungen bekommen, die wir uns alle so sehr wünschen, den Kindern das geben können, was wir uns wünschen und endlich auch die Pädagogin, der Pädagoge sein können, von dem wir uns immer gewünscht haben, dass wir es sein können, was oft nicht funktioniert aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen, aber auch aufgrund von äußeren Umständen, wie zum Beispiel Mitarbeiter, die nicht so leidenschaftlich arbeiten oder den Dienst nach Vorschrift machen, Kita-Leitungen, die nicht immer so kompetent reagieren, wie wir es gerne hätten, etc. Aber heute ist das gar nicht unser Thema. Steffi sagt schon, Bild und Ton funktioniert. Ich danke dir. Thorsten ist mit dabei, Nessa ist mit dabei. Oh, Patrick, der Paddy ist mit dabei. Sehr schön. Und Grüße auch nach Österreich zurück. Also, womit starten wir heute? Erstens nochmal mit dem Hinweis: Die Kita-Helden-Coach-Ausbildung in Hamburg findet statt. Und das ist großartig, dass so viele Menschen Bock haben. Jetzt gibt es nur noch sehr wenig freie Plätze. Wir haben, glaube ich, nur noch 4 freie Plätze. Also, wenn ihr Lust habt, am 2.10. bis zum 3.10. sind 2 Tage, euch zum Kita-Helden-Coach ausbilden zu lassen. Wir gehen natürlich auch nochmal auf die Corona-Dinge ein. Ne? Dieses Jahr wird ein knallhartes Jahr für euch da draußen werden. Corona wird uns das Leben richtig, richtig schwer machen in der Kita-Welt, ja? Und alle sind im Notstand, die Eltern, die Träger, die Jugendämter. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch da rechtlich gut aufstellt, dass ihr eine geile Haltung etabliert, richtig viel Mut habt, ein starkes Standing und dass ihr schlagfertig werdet. All das machen wir in der Kita-Helden-Coach-Ausbildung in Hamburg vom 2.10. bis zum 3.10. Und das Thema Schlagfertigkeit, wenn jemand sagt, okay, ich habe schon eigentlich ein gutes Standing, mutig bin ich auch, mir fehlt manchmal nur Schlagfertigkeit. Also eine starke Kommunikation, eine Präsentationsfähigkeit, eine Moderationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Mediationsfähigkeiten. Also in dem Moment, in dem was passiert, genau das zu sagen, worauf ich Bock habe, das zu sagen, womit ich mich identifiziere. Und nicht 3, 4 Minuten später, wenn das ganze Szenario vorbei ist, mit da sitze und denke, oh Scheiße, hätte ich nur und ich wollte doch eigentlich und das wird dann nicht mehr passieren. Die Schlagfertigkeitsausbildung in München vom 25.09. bis zum 26.09.
Da haben wir noch 5 Plätze, glaube ich, frei. Also wer Bock hat, sich in puncto Schlagfertigkeit richtig fett ausbilden zu lassen, dann in München am 25.09. und 26.09. So, dann starten wir mal los mit dem, wie sind die Kita-Helden eigentlich entstanden? Ach, so eine kleine Info vorab. Ich habe vor, es sei denn, ihr legt jetzt totales Veto ein, weil das, was ich hier tue, das tue ich tatsächlich für uns alle und mit uns allen seid ihr natürlich auch gemeint. Ich würde gerne die Lives ein bisschen verkürzen. Am Anfang vielleicht so zwischen 30 und 45 Minuten, weil ich glaube, 60 Minuten, so sehr ich auch so gerne ich auch rede, ich glaube nicht, dass sich das so viele angucken oder vielleicht erschrecken sich so ein bisschen viele, wenn sie da sehen, 60 Minuten. Deswegen versuchen wir es ein bisschen zu drücken, aber ich gehe immer und immer wieder auf eure Fragen und Gedanken ein. Beatrice fragt, lieber Andreas, hast du schon viel verändert, einfach indem du das tust, was du tust? Ach so, ich habe schon viel verändert. Oh, danke dir. Beatrice, ich danke dir herzlich. Ich habe tatsächlich in den letzten 2 Wochen unheimlich viele Mails bekommen. Damit ihr nur mal eine Idee bekommt, wie viele Mails ich bekomme. Einen Moment. Ich brauche meinen Kaffee. Ich habe kein Corona. Nur der morgendliche Husten. Vor allen Dingen, wenn ich zu schnell, zu viel rede und zu laut rede. Ja, wie viele Mails bekomme ich? Ich habe allein jetzt, wir haben jetzt August, ne? Ich habe allein in diesem Jahr circa 2000 Mails von euch bekommen. Ja, das ist krass. 2000 Mails, in denen ihr um Hilfe bittet, in denen ihr mir erzählt, wie es in eurer Kita-Welt aussieht, in denen ihr mir alle Geheimnisse verratet über euren Träger, eure Teams, eure Leitungen. Und ich gehe natürlich immer sehr, sehr sorgsam, sehr sensibel und sehr einfühlsam damit um. Und lasse auch nichts nach außen dringen. Aber damit ihr eine Idee davon habt, warum ich oft auch so pauschal spreche, ich kann es mir tatsächlich erlauben, so pauschal zu sprechen, weil ich von euch mittlerweile über 2500 Briefe bekommen habe oder Mails bekommen habe, allein nur in diesem Jahr. Ja, letztes Jahr waren es, glaube ich, boah, da waren es noch mehr, insgesamt in dem Jahr über 3000 Mails. Und ich habe dann Einblick in Kitas, in Trägerstrukturen, in Vereine, in Institutionen, in Teams, in Kita-Leitungen, in Fachberatungen. Ich glaube, da kann keiner mehr mithalten. Und da habe ich so tiefen Einblick, dass ich weiß, wie es in der Kita-Welt da draußen aussieht. Außerdem komme ich ja viel rum, ne? Ich fahre ja quer durch Deutschland, jetzt 2 Wochen nicht mehr, aber vorher quer durch Deutschland gefahren. Und jetzt wieder das nächste, die nächsten 5 Monate sind super krass. Ich fahre so viel durch ganz Deutschland. Ich bin in so vielen Kitas, es sind so viele geile Sachen, es sind so viele geile Sachen passiert. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Aber wir wollen von vorne anfangen, okay? Wir fangen von vorne an. Das ist sehr wahr. Deine Ideen und deine Worte verändern die Denkanregung. Ich danke dir, Anne. Vielen Dank, die Anne. Babsi ist auch da. Dirk ist auch mit am Start. Kaffee mit Dirk. Doreen ist auch da. Gabriela ist auch da. Ach, wie toll. Also, fangen wir mal damit an. Ich habe euch jetzt schon mal gesagt, hier Kita-Helden-Coach und Schlagfertigkeit. Schaut ihr euch einfach mal an. Wenn ihr merkt, das triggert euch, das ist das, was ihr braucht, dann hey, seid mit dabei und lasst uns gemeinsam die Kita-Welt verändern. Dirk von Kaffee mit Dirk ist übrigens auch bei der Kita-Helden-Coach-Ausbildung in Hamburg mit dabei. Schön. Ja, wie hat alles begonnen? 2000, nee, ich fang ganz von vorne an, okay? Setzt euch zurück, ja, genießt es, holt das Popcorn raus, keine Ahnung, trinkt einen Kaffee, esst ein Müsli und hört einfach mal zu und gerne geht ihr dann darauf ein, später stellt mir Fragen, was auch, ihr dürft mich alles fragen, okay? Alles. So, also. Angefangen hat alles vor 18 Jahren, als ich angefangen habe, in der ersten Kita zu arbeiten, in meinem Anerkennungsjahr. Da hatte ich eine Anleitung, die hatte keinen Bock, mich anzuleiten. Und ich hatte eine Kita-Leitung, die war manisch-depressiv. Die ist mal gekommen und mal nicht gekommen, mal sie explodiert und mal hat sie Leute bevorzugt, mal hat sie Leute im Team runtergeputzt. Und ich habe sie sowieso nicht interessiert, weil ich war ja nur Anerkennungspraktikant, wie es oft heute immer noch so ist. Dann nur der Anerkennungspraktikant. Ja, und das habe ich in meinem ersten Kita-Jahr erlebt, also im Anerkennungspraktikum zur Anerkennung, zur staatlichen Anerkennung als Erzieher und habe dann gemerkt, so, wow, das ist schon krass. Vor allen Dingen auch für mich als Mann, die Männerrolle hatten wir ja vor der Sommerpause ganz stark, auch da berichte ich sehr viel aus eigenen Erfahrungen, wie das ist als Mann in Frauenteams, das war ich ja jetzt die letzten 18 Jahre. Und dann habe ich mir gesagt, okay, in dieser Kita bleibe ich auf keinen Fall, das war eine städtische Kita, ne? Und ich kann auch mal, ich überlege mal, wie, was ich alles sagen darf, ohne natürlich den Datenschutz zu gefährden, aber auch ohne meine Loyalität bzw. meine Integrität. Loyalität habe ich gegenüber Trägern, die scheiße arbeiten, gar nicht. Aber ich habe eine große Integrität. Also ich bin für mich selbst. Also ich schweige für mich. Das tue ich nicht für diese Träger da draußen. Aber was ich tue, ich werde in nächster Zukunft, das ist etwas, was wir machen werden. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, was in Zukunft kommt, ich werde
Ich werde die Dinge sichtbar machen. Ich werde Träger, Führungskräfte, Fachberatungen, ich werde die Menschen mit hoher Verantwortung, die werde ich sichtbar machen, damit wir einfach, damit da Verantwortung entsteht. Ne? Glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist mittlerweile, wie bei Amazon, da gibt es Produktbewertungen. Ne? Hilft uns einfach in einer gewissen Weise, nicht immer, aber in einer gewissen Weise hilft es uns mitzuentscheiden, ob ich dieses Produkt möchte. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch für Kita-Leitungen, Fachberatungen, Kita-Träger entscheiden. Ne? Dass wir auch da wissen, wie arbeiten die, wie sind die miteinander, wie viel Wert legen die auf Unternehmenskultur, wie viel investieren die in mich als Mitarbeiter, wie wichtig bin ich denen, werde ich gesehen und gehört, werde ich gefördert, motiviert und inspiriert. Ich finde, das muss sichtbar werden, damit wir eine gute Entscheidung treffen, aber dazu mehr am Ende, wenn wir über die Zukunftspläne sprechen. Also, ich habe dann in der Eltern-Inni angefangen, habe dann tatsächlich 5 Jahre in der Eltern-Inni gearbeitet und habe dann dort zwei ältere Kollegen gehabt, schon weit über 50, die mich sozusagen eingearbeitet haben, die mich mitgenommen haben auf eine ganz fantastische Reise. Da ging es ganz viel um Werte, um Moral, um Ethik und vor allen Dingen ganz viel um Gemeinschaft. Ne? Das war gerade die Zeit, in dem die offene Arbeit so florierte und jeder wollte offen arbeiten. Und in dieser Kita haben wir noch richtige Gruppen gehabt. Wir haben auch gemeinsam gefrühstückt, gemeinsam zu Mittag gegessen. Das Thema Gemeinsamkeit hat mich elementar geprägt. Das ist heute noch so. Ne? Ich gehe nicht in die Teams und diskutiere mit denen über geschlossene Konzepte, teiloffen oder offene Konzepte. Es gibt für mich kein richtig und falsch, es gibt für mich nur das, was passt, auch für die Kinder. Darum geht es am Ende. Ja, gar nicht mal so um uns, sondern darum, können wir das aufbauen, konzeptieren für die Kinder. Macht das Sinn mit dem Geld, das wir haben, mit der Kita, den Räumlichkeiten, ne, der Architektur, dem Außengelände? Das sind alles Dinge, die spielen damit rein. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache das so, weil ich Bock drauf habe, sondern das muss halt auch passen. Dafür müssen wir sehr kompetente Entscheidungen haben. Und kompetente Menschen im Team, die diese kompetenten Entscheidungen treffen. Also in dieser Eltern-Inni habe ich angefangen, 5 Jahre habe ich dort gearbeitet und dort hatten wir keine Leitung. Da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen damit, dass ein Team sich selbst organisiert. In diesem Team konnten wir damals schon so viel frei nehmen, wie wir wollten. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe das nicht neu erfunden, das Rad. Ich habe einfach diese Erfahrung gemacht. Also dort konnten wir so viele Stunden frei machen, wie wir wollten, auch Tage frei machen. Wir konnten arbeiten, wie wir wollten. Hauptsache, und das war die Priorität, das war das Prinzip. Ja, wir werden den Kindern gerecht, und zwar den Bildungs- und den Erziehungsbedürfnissen, dem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Orientierung, nach Geborgenheit. Das stand immer im Fokus. Ansonsten konnten wir den Rahmen selbst gestalten. In meinem 5. Jahr in dieser Elterninitiative kam dann tatsächlich der Vorstand auf die Idee, dass sie jetzt eine Kita-Leitung etablieren. Warum auch immer. Es hat wunderbar funktioniert. Alle wollten zu uns. Wir hatten die unfassbare lange Liste. Das war eine Kita in der Nähe im Einzugsbereich von Wiesbaden, damit ihr mal eine Idee habt. Ne? Ich komme ja aus dem Rhein-Main-Gebiet bei Frankfurt. Und also erstmal an der Stelle, ich danke diesen zwei Kolleginnen, die mir ans Herz gewachsen sind. Das ist Hanni und Verena. Ihr zwei habt mich geprägt. Ich danke euch. Mit aller Liebe, ich kriege gerade Gänsehaut, ich könnte flennen, weil diese beiden Frauen, ja, die haben mir gezeigt, was es bedeutet, sich für Kinder einzusetzen, den Rahmen selbst zu steuern, sich selbst zu organisieren, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Da sehen wir auch wieder mal das Thema, nur weil ältere Kolleginnen und Kollegen, also weit über 50, im Team sind, heißt das nicht, dass die schlechte Arbeit machen oder dass die nur noch ein Mittelmaß oder ein geringes Maß an Arbeit leisten. Ne? Es gibt manchmal sehr ambitionierte, es kommt auch auf die Generation an, auch auf die Art und Weise, wie der Mensch geprägt ist. Darüber muss man halt immer wieder sprechen, das sage ich euch immer. Ne? Also da bin ich sehr geprägt worden und da kam der Vorstand auf die Idee, dass er halt eine Kita-Leitung einführt und mit dieser Idee ging alles den Bach runter. Einfach etwas etabliert, ohne das bestehende System zu sehen und mal reinzuspüren, mal zu fragen, ob die Leute das überhaupt wollen. Und dann habe ich tatsächlich dort gekündigt und habe mir eine neue Stelle gesucht und bin dann direkt auch dort Kita-Leitung geworden. Ne? Das war dann mittlerweile vor, ja, fast 10 Jahren, so in etwa. Habe jetzt hier keine Skala liegen, keine Ahnung, zwischen 8 und 10 Jahren. Und bin dann Kita-Leitung geworden, auch im öffentlichen Dienst. Und habe dann tatsächlich dort mein erstes Team aufgebaut, die erste Kita aufgebaut. Ich bin dorthin gekommen mit dem Hinweis, dass es da richtig scheiße läuft. Also so richtig beschissen. Und dass es in dem Team ein oder zwei Personen gibt, die richtig die Moral runterziehen, die keinen Bock mehr auf den Job haben, die nur noch machen, was sie wollen. So ewig Angestellte, ne? Über 30 Jahre dort angestellt, unkündbar. Und bin dann so irgendwie da rein
gefallen in das Ganze und dachte mir, hochambitioniert und hochbelesen, wie ich war oder wie ich bin. Tatsächlich, ihr wisst ja, ich bin sehr komplexe Persönlichkeit, ich bin sehr belesen, ich habe eine hohe Expertise, habe viele Zusatzqualifikationen gemacht, war mir immer wichtig, ist mir jetzt auch noch wichtig und bin da reingekommen, aber mir fehlte eine Superkraft, eine ganz spezielle. Also ich hatte Bildung, ich hatte Wissen, ich hatte Methodik, ich hatte Strategien und Techniken, all das hatte ich schon, ne? Was ich aber nicht hatte, war Haltung und ich hatte auch nicht ein Feingefühl, ein Gefühl für Menschen und zwar auch im Sinne von Menschenliebe. Ich finde, Menschenliebe ist ganz wichtig. Selbst Personen, die wir als schwarze Schafe bezeichnen, Menschen, die diesen Job nicht mehr gerne machen, die Teams kaputt machen, die lästern, die mobben, ausgrenzen, diskriminieren. Auch das sind Menschen, die ja glücklich werden wollen. Auch diese Menschen können wir begleiten, dahin glücklich, sich selbst zu helfen, glücklich zu werden, jetzt sind wir schon bei Montessori, indem wir sie coachen. Aber das war mir damals, kam mir nicht in den Sinn, sondern ich dachte mir, bam, 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 da musst du ran, da musst du zeigen, dass du der Stärkere bist. Da geht's um Macht, ja. Und ihr wisst ja genau, wenn man diese Mittel anwendet, egal wie clever, klug etc. ihr seid, das war ich ja schon, aber mir fehlte einfach Menschengefühl, Standing, Haltung. Und mir fehlte Empathie und auch Menschenliebe. Und dann habe ich natürlich die ersten ein, zwei Jahre damit verbracht, dieses Team kaputt zu machen, die Menschen kaputt zu machen, mich kaputt zu machen. Meine Familie hat darunter gelitten und ich habe alles nicht mehr verstanden. Ich dachte, was läuft hier? Der Träger übrigens, sorry. Der Träger hat da übrigens kaum geholfen. Der hat eine Supervision vorgeschlagen, aber die Intention des Trägers war immer wieder der Träger, sprich also der Bürgermeister, die Personalchefin und die Fachberatung. Die Intention war immer wieder, Andreas, bring Ruhe rein. Also überleg doch mal, das war das Ziel, bring Ruhe rein. Ja, aber mit Ruhe ist, also das ist kein Ziel. Bring Ruhe rein ist so wie um jeden Preis der Welt. Da wirst du niemals Ruhe kriegen. So arbeitet man nicht. Aber das, ne, und das waren schon ältere Leute. Natürlich, der Bürgermeister schon weit über 50, die Fachberatung weit über 50, über 30 Jahre, 20 Jahre selbst als Kita-Leitung gearbeitet. Und ihr seht ja, nur weil jemand vielleicht irgendwie über Lebenserfahrung, Berufserfahrung verfügt, heißt das noch lange nicht, dass er clever ist, dass er empathisch ist, dass er ein Herz hat für Menschen und dass sein Ziel den Menschen gilt und nicht dem System. Achtung, jetzt wiederhole ich das mal. Das Herz, der Verstand, die Techniken, die Motivation gilt den Menschen, den Bedürfnissen der Kinder und der Mitarbeiter und nicht dem System, nicht der Kita als Organisation. In erster Linie beschützen und unterstützen wir Kinder und uns selbst. In zweiter Linie können wir dann gucken, ob wir die Öffnungszeiten gewährleisten können, die Betreuungszeiten, die Gruppengrößen etc. Das ist alles erstmal unwichtig. Als erstes kommen Menschen. Das war mir damals nicht so klar. Aber ich habe das schon gespürt und das war dem Träger überhaupt nicht wichtig und den Leuten im Team, die, bevor das jetzt zu weit geht, also dort bin ich dann irgendwann gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, das funktioniert da gar nicht mehr. Irgendwann haben wir uns alle gegeneinander aufgewiegelt und dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Habe verschiedene Weiterbildungen gemacht, sehr komplexe Weiterbildungen, ob das systemische Beratung war, Trainer für gewaltfreie Kommunikation, Deeskalationsmanagement, Konfliktmanagement. Kommunikation im weitesten Sinne, Verhandlungsgeschichte. Ich habe so viele Weiterbildungen gemacht und dann gemerkt, okay, was ich brauche, sind nicht nur diese Weiterbildungen in dem Sinne, sondern ich brauche Persönlichkeitsentwicklung. Habe mir dann einen Coach geholt und einen Trainer, Persönlichkeitstrainer, der mit mir genau das gemacht hat, was ich heute mit euch mache. Und da ging es darum, wer bin ich und was will ich? Wie will ich glücklich werden? Auf welche Art und Weise? Mit wem will ich zusammenarbeiten? Es gibt da oben keine große göttliche Macht, die mich zwingt, da jetzt arbeiten zu müssen. Alles, was ich tue, ist freiwillig. Und damit verantworte ich alles, was ich tue. Damit hat sich echt das Leben verändert. Und dann bin ich in die nächste Kita gekommen als Kita-Leitung. Und das war ein privater Träger, eine große Stiftung. Und die haben ja ein ganz seltsames Führungsmodell gehabt. Aber ich glaube, das geht alles zu weit. Ansonsten erzähle ich euch hier einen Wolf. Also, wie kam es zu den Kita-Helden? Ich kürze das an der Stelle mal ab. Ich habe jede Menge Scheiße erlebt. Ich habe die gleiche Scheiße erlebt wie ihr, ne? Ich musste mal ein Dreivierteljahr alleine arbeiten mit 20 2- bis 6-Jährigen. Also nicht 3, sondern 2,5- bis 6-Jährige. Ne? 20 Kinder, ein halbes Jahr, nee, Dreivierteljahr lang alleine arbeiten. Und ich habe das gemacht. Ich dachte damals noch, das wäre eine Heldentat.
Ich habe damals noch damit angegeben, das müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe gesagt so, ey, ich kann das, habe den Eltern das gezeigt. Ja, wenn die ihre Kinder abgeholt haben, dann war ich noch fröhlich und locker und habe gesagt, wuhu, ich schaffe das hier auch alleine, Leute, weil ich bin cool, ich bin stark, ich bin kompetent, ich hab's halt drauf. Damals wusste ich noch nicht, dass das genau das Gegenteil war, nämlich, dass ich es gar nicht drauf habe, dass ich nicht cool bin, dass ich nicht geil bin, dass ich nur Scheiße baue, weil ich das aber die Aufsichtspflicht verletze, meine eigene Fürsorge, die gesundheitliche Fürsorge verletze. Auch die Fürsorge meiner Kolleginnen und Kollegen, weil wenn ich nicht da war, waren die alleine mit den Kindern. All diese Scheiße habe ich damals gebaut und habe mich darin gebadet, dass ich der Superstar bin und dachte mir und weiß heutzutage, dass das ein absolutes No-Go ist und helfe Menschen dabei, das auch für sich zu erkennen. Weil wenn ich alleine arbeite, wenn ich auf meine Vorbereitungszeit verzichte, wenn ich morgens als Frühdienst alleine bin und dann die Kita öffne, das muss man sich mal überlegen, das habe ich auch getan. Ja, diese ganze Scheiße und der Träger hat weggeguckt und die Fachberatung hat weggeguckt und die Leitung hat das so erwartet. Das muss man sich mal vorstellen. Ich verletze da jeden Tag gegen Gesetze, ganz klare Gesetze, Pflichten, die ich habe. Ja, und die Leitung erwartet das sogar noch. Ja, das muss man, wenn man hart ist, das ist ein harter Job, dann muss man auch harte Sachen vollbringen. Das muss man mal aushalten können. Also überlegt mal, Leute, das muss man mal aushalten können. Ich muss es aushalten können, dass ich Kinder gefährde, die Aufsichtspflicht und die Fürsorgepflicht gefährde, dass ich das Kindeswohl gefährde, dass ich meine eigene Gesundheit mit Füßen trete und in den Dreck schmeiße. Das muss ich aushalten. Was ist denn das für eine Führungskompetenz? Und das haben viele Führungskräfte heute immer noch und das ist das, was ich sehr, sehr gerne mache, dass ich Führungskräfte darin begleite, absolute Heldentaten zu vollbringen, auch erstmal zu definieren, was ist eine Heldentat. Viele Führungskräfte glauben tatsächlich, das ist dann die Heldentat oder die Heldentat ist tatsächlich aus dem Büro raus in den Gruppendienst zu gehen, weil wieder Personalmangel ist. Das ist keine Heldentat, sondern die Gruppe zu schließen, Kinderzahlen zu reduzieren, Öffnungszeiten zu verringern, das wäre die Heldentat. Nicht selbst kompensieren, nicht immer alles kompensieren, alles möglich machen, selbstverständlich sein, das sind Dinge, die gehen gar nicht. Und die habe ich alle erlebt. Und irgendwann, das war Ende 2016, ist mir die Hutschnur geplatzt und ich habe mir gedacht, das müssen die Menschen da draußen wissen. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Zahlen mit, ne? Wir haben da draußen über 12 Millionen Eltern, die ihre Kinder in Kindertagesstätten und Krippen haben. 12 Millionen. Die wissen oft gar nicht, was da abgeht in den Kitas. Die wissen weder, was saugut läuft, sodass wir uns mal, dass wir mal die Wertschätzung und die Anerkennung bekommen, die wir auch verdient haben. Die wissen aber auch nicht, was scheiße läuft, wie Eingewöhnung zum Teil läuft. Das ist nicht gut. Und ihr wisst es ganz genau, ne? So Eingewöhnung am Fließband oder Doppel- und Dreifach-Eingewöhnungen, weil die Plätze müssen ja voll werden. Interessant, da ist Geld wichtiger, weil hinter den Plätzen steht ja Geld, Fördermittel. Da sind die Fördermittel wichtiger als das Wohl des Kindes. Überlegt man so, für so einen Träger arbeitet ihr, der euch da unter Druck setzt und sagt, die Plätze müssen voll werden. Heißt im Umkehrschluss ja nur, ich will die Fördermittel haben und dafür musst du diese Kinder auf irgendeine Art und Weise eingewöhnen. Wie ist mir eigentlich völlig egal. Ein verantwortungsbewusster Träger würde niemals sagen, wir wollen die Plätze unbedingt voll kriegen, sondern wir wollen, dass die Kinder die beste Eingewöhnung erfahren, die wir ihnen bieten können. Und wenn dabei die Plätze voll werden, ist das gut. Wenn sie dabei nicht voll werden, weil wir nur jeden Monat ein Kind eingewöhnen, dann ist das auch gut. So einen Träger will ich haben, dafür kämpfe ich. Und es gibt schon einige Träger, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die genau diese Heldentaten vollbringen. Dazu aber vielleicht nochmal mehr in der Zukunftsperspektive. So, wo war ich? Genau. Also ich habe diese ganze Scheiße erlebt und Ende 2016 habe ich dann überlegt, das muss öffentlich werden, das muss sichtbar werden. Die Menschen da draußen, die Politiker, die Medien, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ca. 780.000 Erzieher und Erzieherinnen in den Kitas in Deutschland. Von 60.000 Kitas. Ich glaube, wir haben mittlerweile 60.000 Kitas. Die müssen nicht nur erfahren, was passiert, weil die wissen ja oft selber schon, was passiert, sondern die müssen sehen, sie sind nicht alleine. Das war die Idee, dass ich gedacht habe, okay, wir müssen eine Community gründen. Mir war damals schon klar, 2016, eine wahre Superkraft ist es nicht, ein politisches Amt zu haben oder selbst Kita-Träger zu sein. Die wahre Superkraft ist es, eine Gemeinschaft zu gründen, eine Community, eine große Gemeinschaft, die irgendwann so stark, so einflussreich ist, dass sie vorschreibt, also die Gemeinschaft schreibt vor, wie die Rahmenbedingungen zu sein haben, ne? Das ist ähnlich wie in der Geschäftswelt. Angebot und Nachfrage. Zig Menschen kommen auf die Idee, sie brauchen den und den, keine Ahnung, dieses Ding. So, und dann kommen die Leute aus der Wirtschaft, die Unternehmer, auf die Idee, dieses Ding herzustellen. Sie stellen es ja nur her, weil die Menschen es wollen.
Genauso sehe ich das auch. Das heißt, wir als große Community wollen etwas, wollen bessere Rahmenbedingungen. Und weil wir so viele sind, weil wir alle sind, werden wir das bekommen, was wir wollen, weil man sich nicht mehr gegen uns stellen kann. Weil wir sozusagen diejenigen sind, die dann den neuen Maßstab bilden. Das war die Idee. Also habe ich 2016 angefangen, Artikel zu schreiben. Und natürlich fanden das meine Träger und auch einige Kollegen gar nicht so prickelnd, ja, weil ich zum ersten Mal das, was wir unter den Teppich kehren, die ganzen Geheimnisse, die habe ich alle ausgesprochen. Die ganzen Dinge, wo, die wir oft versuchen zu verstecken vor den Eltern, die habe ich alle ausgesprochen. Ne? Wir wollen ja vor den Eltern irgendwie ständig alles so schön machen. Wir machen denen ja oft eine heile Welt, wenn die so fragen, und alles okay? Ja, alles okay. Dabei fehlen wieder 5 Leute und du hast viel zu viele Kinder. Es ist super heiß, deine Kita hat keine Klimaanlage, hat keinen Schallschutz. Eigentlich ist alles scheiße, du hast keinen Erzieherstuhl, deine Kita-Leitung ist nie im Haus, was auch immer. Ja? Und dann halten wir das alles so zurück, damit die Eltern bloß nicht damit irgendwie in Kontakt kommen. Genau das ist es, was es nicht sein darf. Wir müssen sie in Kontakt bringen, denn schließlich geht es ja auch um ihre Kinder. Also es ist genau das Gegenteil. Es ist eigentlich total respektlos, die Eltern außen vor zu lassen, nur weil wir unser Ego schützen wollen oder unsere Selbstwertigkeit oder unsere ja, innere Wertigkeit, ja, vielleicht aufgrund von Minderwertigkeit oder von dem Bedürfnis nach Anerkennung. Das heißt, da, das ist das Standing, was ich mit euch erarbeite. Ich habe kein Bedürfnis nach Anerkennung da draußen oder nach Wertigkeit von außen. Ich bin für mich anerkannt und ich bin wertig. Und weil ich das bin, suche ich nicht mehr danach. Und deswegen kann ich mit allem rausgehen. Es ist mir völlig egal, was die Leute über mich denken. Ich sage die Dinge, wie sie sind. Und dadurch ist ein Stein ins Rollen gekommen. Die Leute haben angefangen zu denken und haben gemerkt, okay, hier stimmt was nicht. Dann haben die mich unterstützt, denn das ist es, was passiert. Ich bin nicht schwach, weil ich zeige, welche Schwächen es um mich herum gibt, sondern ich bin dadurch stark, weil ich zeige, was für einen Mut ich habe, um diese Schwächen zu benennen. Und das ist das, wofür ich euch einfach stark und motivieren möchte, ja, stark machen möchte, dass Schwäche ist eine der größten Superkräfte, also Schwäche. Wir können es, ich nenne es gern Aufrichtigkeit, andere nennen es Schwäche. Ich bin aufrichtig mit allem, was mich umgibt, mit der ganzen Scheiße, die ich baue, mit dem Mist, den ich baue, aber auch mit den Sachen, die ich toll mache. Ich bin aufrichtig mit allem und das macht mich sehr stark, weil die Leute dann wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das erzeugt Vertrauen, Zutrauen und Vertrauen. Und dann wissen die Leute, mit wem sie es zu tun haben und können sich bewusst auch für mich entscheiden. Das ist wunderschön, das ist ein Geschenk. Und dann können sie mit mir Heldentaten vollbringen. Und das haben wir dann. Das hat sich dann so ein bisschen etabliert. Ende 2016, 2017 ging es richtig los. Ich habe das Logo entwickelt, gemeinsam mit einer lieben, lieben Freundin Annette da draußen. Wenn du mal zuhörst, zuschaust, Annette, herzlichen Dank. Ich danke dir auch von Herzen für die Unterstützung, für den Aufbau der Kita-Helden. Ich verneige mich vor dir. Das Ganze ist wahrscheinlich auch nur so toll, weil du mit im Boot warst und immer noch für mich da bist, wenn ich dich brauche. Wir haben dann das Logo entwickelt und die Idee, dass wir alles öffentlich machen, was in der Kita-Welt so stattfindet. Und natürlich hat das für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und ihr wisst vielleicht noch, wenn ihr euch erinnert, Anfang 2017, das war so heftig. Also da haben sich noch viele andere gemeldet und dann war das so krass. Ich habe auch viel Shitstorm bekommen. Unfassbar viel Shitstorm von Trägern, Fachberatungen, Kita-Leitungen, Elternvertretern. Was haben die mich fertig gemacht? Was haben die krasse Mails geschrieben? Also ohne Ende bösartige Mails, Drohungen etc. Und ich habe mir gesagt, so, oh, ist das krass. Ich sage die Dinge nur so, wie sie sind und krieg das zurück. Ich versuche, was Gutes zu tun und krieg das zurück. Das kennt ihr bestimmt, ne? Ihr wollt dem Team etwas Gutes tun, indem ihr die Pädagogik voranbringt, indem ihr die Regeln voranbringt, indem ihr das Miteinander voranbringt, etwas für Kinder, für besondere Kinder tun wollt, also on top. Und dann kriegt ihr Gegenwind und dann versteht ihr die Welt nicht mehr und denkt mir, what the fuck? Ja, was es ja auch ist. Also ich bin hier gerade ein Held mit Superkräften, der was Gutes tun will und die anderen da um mich herum, anstatt mitzumachen und mich zu unterstützen, sind sie gegen mich. Klar haben die ihre Gründe dafür, die kennt ihr auch, ne? Wir wollen keine Veränderung. Wir wollen nicht raus aus der Komfortzone. Dann heißt das nachher mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr sichtbar werden. All diese Gründe. Und oh, da kriege ich, da merke ich schon, ich fange an zu schwitzen, ja. Oh, einen Schluck Wasser. So. Also, ja, es gab viel Shitstorm und dann gab es die Zeit, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mich mal ganz kurz zurückziehen, um mich zu sammeln. Dann gab es Ende 2017, bin ich den Jakobsweg gegangen, um mich zu sammeln, um zu überlegen, okay, wohin gehöre ich? Wer bin ich? Halte ich diesen Shitstorm aus? Kann ich das aushalten?
Und wenn ich das aushalten will, was muss ich an mir noch verändern? Was brauche ich noch auch an Resilienz? Was brauche ich noch an Power und Kraft, um den Shitstorm auszuhalten? Was kann ich auch tun? Was kann ich verändern, um weniger Shitstorm zu erzeugen und gleichzeitig aber trotzdem aufrichtig zu sein? Und nach dem Jakobsweg habe ich mir dann noch mal eine Zeit gegönnt von etwa, glaube ich, 2, 3 Monaten und dann bin ich halt vollkommen durchgestartet. Das wisst ihr vielleicht noch, 2017 war das, nee, 2018 war das dann im Sommer. Da habe ich dann richtig Gas gegeben und auch dann kam es dazu, dass mein Träger gesagt hat, okay, du hast vielleicht hier die geilste Kita ever aufgebaut, du hast wirklich das geilste Team ever aufgebaut, die Leute kommen aus ganz Deutschland, um deine Kita zu besuchen, um zu sehen, wie du es geschafft hast, agile Teams, also selbstorganisierte Teams zu gründen und diese ganzen Special Effects einzufügen, die du da, ne, die ich ja auch euch immer wieder erzähle. Aber trotzdem war ich natürlich für die gefährlich, weil ich damals auch schon das Kita-Helden-Netzwerk hatte. Müsst ihr euch überlegen, wir hatten damals schon, glaube ich, 18.000 Abonnenten oder Mitglieder. Und dann hat er natürlich gedacht, so, okay, wenn wir den jetzt nicht kündigen, dann hat er nachher Macht über uns. Völlig unsinnig, weil ich habe kein Interesse an Macht über Menschen, sondern ich will was verändern. Und es wäre clever gewesen von diesem Träger, das mit mir gemeinsam zu machen und vielleicht als erster Träger deutschlandweit Kita-Helden-Prinzipien zu. Ja, zu etablieren, um zu zeigen, um allen anderen Trägern zu zeigen, wir spielen in der Champions League, ihr spielt dritte Liga. Wenn ihr Bock habt, wirklich was für Kinder und für Mitarbeiter zu tun, kommt mit in die Champions League, macht Kita-Helden-Prinzipien, baut die besten Teams der Welt auf, schützt die Kinder, schützt die Kollegen und nehmt die Eltern mit auf den Weg. Und das wollte dieser Träger nicht. Und dann haben wir uns sehr stark geeinigt. Ich bin dann selbstständig geworden mit der Heldentatenakademie. Die war nötig. Also die Kita-Helden war ja die Initiative. Die Heldentatenakademie war deshalb nötig, weil wir in Deutschland in einem Land der Systeme leben. Und es war mir nicht möglich, mit einer Initiative in Kita-Teams zu kommen. Das heißt, die Träger wollten keine Initiative in Kita-Teams. Das war für die entweder nicht zu professionell, zu ungenau, zu unklar, unspezifisch, inkompetent. Ich weiß es nicht, was es für die war. Auf jeden Fall wollten sie keine Initiative. Das war ja, ne, da fehlte der Titel. Und dann habe ich die Heldentatenakademie als Institution, als offizielle Institution gegründet. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, in die Teams zu kommen. Ne, das sind ganz, ganz einfache Gründe, wie dass man eine Rechnung schreiben kann, Angebote schreiben kann, eine Steuernummer hat. Also, dass man einfach ein Unternehmen ist und dann der Träger auch das Ganze steuerlich absetzen kann, mit Fördermitteln belegen kann. Das war mir auch wichtig. Die Initiative selbst kann das nicht akquirieren, Fördermittel. Da war es mir wichtig, dass Träger aber auch für die Fortbildung, die ich gebe, die Inhouse-Schulungen, dass die dafür Fördermittel bekommen. Und das geht nur, wenn man eine Institution ist. Daher die Gründung der Heldentatenakademie 2019. So, und das war so ein bisschen, mal ganz kurz. Es war aber wirklich super kurz. Sind noch viele krasse Sachen passiert. Ich gucke mir gleich auch eure Fragen nochmal an. Ja, und Zukunftsaus können wir gleich. Also ich gucke mir erstmal an, was ihr so geschrieben habt, ne? Ich weiß nicht mehr, ob wir zu dem Thema Verlässlichkeit, Verantwortung und Vertrauen kommen. Ich habe wieder zu viel gelabert. Es tut mir leid. Ja, das ist so nach der Sommerpause, musste ich mal ein paar Sachen raushauen. So, ich gucke mal, was ihr so geschrieben habt. So, viele Menschen haben das einfach auch nie gelernt. Da fängt das Problem schon an. Ehrlichkeit und Offenheit werden oftmals einfach nicht gewünscht. Ja, Anja. Das kenne ich auch. Claudia, das brauchen wir. Also hier spricht Michi zu Claudia, genau. Schöne, heile Welt und nach Feierabend sitzt man total erledigt da. München, genau. München schreibt es. Genauso ging es mir doch auch, ne? Schöne, heile Welt und am Abend war ich nur K.O. Aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Ja, und ich will auch nicht, dass ihr das erlebt. Ich will, dass sich euer Traumjob wieder nach Traumjob anfühlt. Natürlich ist das ein Traumjob, aber mal ganz ehrlich, geht mal in euch. Fühlt er sich so an? Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann fragt euch mal, wie soll sich denn ein Traumjob anfühlen? Für mich fühlt sich ein Traumjob zumindest mal nicht so an, dass ich dann um 17, 18 Uhr nach Hause komme und dann nur noch auf der Couch rumliege, weil ich völlig am Ende bin. Die Ohren piepsen mir von der Lautstärke, weil ich vielleicht keinen Schallschutz in der Kita habe, ne? Ich bin mal wieder völlig frustriert, weil ich keine Anerkennung, keine Wertschätzung bekommen habe, auch von meinem Kita-Träger. Bin frustriert, weil ich keine Fortbildung genehmigt bekomme, außer für 250 Euro. Mal ganz ehrlich, 250 Euro kosten Handy. Damit kriege ich keine Fortbildung. Was soll denn das sein? So ein Tagesworkshop, ja super, ja. Aber ich will doch eine Fortbildung machen. Für 250 Euro kriege ich ja keine ordentliche Fortbildung. Geschweige denn einen ordentlichen Referenten, der es drauf hat. Naja, also solche Dinge möchte ich doch haben. Und ich möchte am Wochenende auch nicht krank werden. Auch das kennt ihr, ne? Ihr powert die Woche durch und am Wochenende seid ihr krank. Ihr powert am Ende des Jahres, sehe ich das sehr oft, ne? Da haben die meisten schon wollen am liebsten vor Weihnachten eine Woche Urlaub haben. Fast alle wollen das haben, weil sie wissen, dass sie die Woche vorher krank sind, um dann am Weihnachten wieder gesund zu sein. Das ist doch
Oberscheiße. Und darüber müssen wir doch sprechen. Wir brauchen Gesundheitsprävention in den Kitas. Wir brauchen nicht nur Rückenschulen, sondern rückengerechte Tische, auch höhenverstellbar. Nicht nur für die Leitung, sondern auch in den Kita-Räumen. Ja, wir brauchen vor allen Dingen nach Schallschutz, ist schon, also das sind ja alles Dinge, die müssen da sein. Auch der Träger muss Gesundheitsprogramme etablieren. Der kann auch mal Gutscheine für Schwimmbäder und für Fitnessstudios raushauen. Also das sind alles Dinge, Gesundheitsprävention, Präventionsmaßnahmen, die gibt es überhaupt nicht, ja. Auch Mitarbeiter vor Überforderung zu schützen, auch alleine arbeiten ist Überforderung, liebe Kita-Leitungen, Kita-Träger, ne. Und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gesundheitsorientiert, sondern das ist auf Kosten der Gesundheit. So, was haben wir noch? Viele Menschen haben das, gebt dir gleich Feedback. Wir müssen es aushalten, weil wir ja pädagogische Fachkräfte sind und es wird für die Kinder getan, ja. Wenn das ist, was ich eben gesagt habe, und das ist es, ist genau das Gegenteil. Wir müssen anfangen, wirklich was für Kinder zu tun, ja, und nicht so pseudomäßig auf Kosten der Kinder, weil vieles, was wir tun, das wisst ihr ja, ne, ist auf Kosten der Kinder. Wisst ihr, ich habe diese ganze Scheiße alle selber gemacht. Ich habe auch auf Kosten der Kinder gearbeitet. Ich habe auf Kosten meiner eigenen Gesundheit gearbeitet, jahrelang. Ich habe auf Kosten meines Teams gearbeitet, meiner Kita-Leitung, ja. Weil ich echt gedacht habe, das sind die wahren Heldentaten. So viele Kinder aufnehmen wie möglich. Öffnung, ich habe alleine im Frühdienst gearbeitet. 2 Jahre habe ich alleine Frühdienst gemacht, ja, und alleine Spätdienst. Das war da so gang und gäbe, ja. Alleine, da war nicht mal die Hauswirtschaftskraft dabei. Und ich dachte wirklich, das sei so, das müsste so sein. Damals gab es diese Gesetze aber auch schon, als ich angefangen habe. Die Gesetze der Fürsorgepflicht, der Aufsichtspflicht, des Kindeswohls, das gab es alles schon. Und ich habe das mit Füßen getreten. Erstens, weil ich es nicht kannte. Und auch wenn ich es gekannt hätte, hätte ich es wahrscheinlich so gemacht, weil es ja so der Maßstab ist. Und ihr seht daran, der Maßstab in der Kita-Welt ist völlig krank, völlig verzerrt, völlig falsch. Den müssen wir gerade rücken. So. Grüß dich, genau so ist es. Wer die Dinge beim Namen nennt, hat es dann schwer. Ja, Sandy sagt es, das kenne ich auch. Was bin ich gehasst worden, auch manchmal von Kolleginnen und Kollegen, dafür, dass ich die Dinge so auf den Punkt gebracht habe. Auch, dass ich sehr viel Leistung gefordert habe, ne? Das kennt ihr vielleicht auch. Ich bin ja jemand, der so gerne auch mal Sportbeispiele nimmt, ne? In meiner Mannschaft, da darf nicht jeder mitspielen. Wir wollen ja auch nicht in der Nationalmannschaft, wenn es in der WM um den WM-Titel geht, dass da jeder mitspielen darf. Da wollen wir die Besten. Das ist da völlig in Ordnung, ne? Komischerweise. Und dann wird natürlich auch aussortiert. Und der nicht der Beste ist oder die beste Performance abliefert, der spielt dann halt nicht mehr mit oder sitzt dann halt auf der Ersatzbank. Und dann sind wir so persönlich betroffen und denken immer, jeder hat ein Anrecht, in einem Kita-Team zu sein. Und ich denke mir, what? Nein! Hier geht's um Kinder! Hier geht's um Teamplaying, Teambuilding, Teamspirit. Das kann nicht jeder. Und wenn wir die Kinder versauen, dann versauen wir die Erwachsenen von morgen. Und wenn wir die Erwachsenen von morgen versauen, dann versauen wir diesen Planeten. Da kann nicht jeder mitspielen. Und da waren die immer tief betroffen, ja. Ich kannte auch ganz viele, die null Ahnung von Fachkenntnis, von Fachwissen hatten. Die überhaupt nichts wussten über Entwicklungspsychologie, Neurobiologie, über Motivationsverfahren, Lernstrategien und Lehrstrategien, die nichts über kindliche Entwicklung wussten, über Bindungsforschung und Bindungstheorien, über Trauma- und Biografiearbeit. Das sind aber alles wichtige Dinge, um den besten Job der Welt mit der besten Art und Weise machen zu können, wofür wir die besten Rahmenbedingungen brauchen. Da sind wir wieder beim Punkt. Ne? Hier sind wieder die Verantwortlichen angesprochen, die Regierung, die Ministerien, die Jugendämter und die Kita-Träger. Wenn ihr wirklich wollt, dass wir das Beste für die Kinder und damit für die Zukunft geben, dann brauchen wir die besten Rahmenbedingungen. Ansonsten könnt ihr immer nur ein Mittelmaß haben. Und ganz ehrlich, ein Träger, also ein Chef, der nur ein Mittelmaß will, das ist nicht mein Chef. Dann bin ich raus. So, Tanja schreibt doch mal ein Buch. Ja, das werde ich machen. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, 2021 werde ich ein Buch schreiben und werde alles öffentlich machen. Meine ganzen Erfahrungen mit allen Trägern, mit allen Kita-Leitungen, mit meinen Teams, mit meinen Strategien und Methoden. Ich werde über alles schreiben. Das wird das Buch des Jahrhunderts für mich. Ob es für euch das wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, es geht gar nicht so darum, ja, dass ich irgendwie etwas für euch bin, sondern dass es mir gelingt, euch zu unterstützen darin, dass ihr etwas für euch seid. Das wäre mir die größte Herzensangelegenheit, dass ihr für euch einstehen könnt und ihr nicht mehr ein Opfer des Systems werdet, sondern dass ihr die Macher werdet, die Veränderer. So,
Ich habe Tipps zur Verbesserung des Dienstplans aufgeschrieben und der Chefin vorgestellt und daraufhin wurde ich angeschrien. Petra hat hier Tipps gegeben und das ist so etwas, das kann ja gar nicht sein. Petra, ich lese an der Stelle später weiter. Ich sehe dir jetzt den ersten Satz und denke mir so, wow, unabhängig davon, Petra, wie gut oder wie vernünftig oder wie solide deine Vorschläge sind, ist das Erste, was ich als Führungskraft doch tue, dass ich sage, Mensch, Petra, geil, du machst dir Gedanken um uns. Jetzt sehe ich nichts mehr. Leute, meine, irgendwie ist das Bild hier ausgegangen. Könnt ihr mir mal gerade sagen, ob ihr mich noch sehen und hören könnt? Das ist ja komisch. Ja, ich warte mal ganz kurz darauf. So ist es ja. Schon vorbestellt, das Buch. Ja, geil, Steffi, das Buch. Das noch nicht geschriebene Buch. Genau, schreibt mir mal bitte, ob ihr mich noch sehen und hören könnt. Leider kann dieses Video nicht richtig abgespielt werden. Mega, bekommen wir Kita-Helden eine Vorverkaufsmöglichkeit. Ja. Matze sagt ja. Okay, Matze, ich bin noch zu sehen und zu hören. Ja? Ist das richtig so? Sehe und höre dich. Dankeschön, weil hier ist einfach jetzt das Bild ausgegangen. Gut, dann kann ich weiter zu euch sprechen. Wir machen jetzt mal hier einen Cut. Ich laber wieder zu viel. Das Thema Verlässlichkeit, Verantwortung, Vertrauen packe ich jetzt hier nicht mit rein. Das wird zu viel. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Es gibt jede Menge geile Projekte, die ich jetzt für euch habe. Es kommen jede Menge krasse. Super, Dankeschön. Ihr seid ja super. Gebt mir allen Feedback. Es gibt jede Menge krasse Interviews, die ich geführt habe mit vielen prominenten und spannenden Menschen, auch aus dem Bereich der Pädagogik, der Wissenschaft etc. Es gibt viel Kita-Heldengeflüster, das ab sofort wieder an den Start geht. Ihr werdet mindestens jede Woche einmal ein Interview bekommen und wahrscheinlich alle 2 Wochen ein Kita-Geflüster. Ich bin gerade dabei, neue Projekte zu planen. Auch an dem Kita-Helden-Kongress bin ich dran, auch für nächstes Jahr schon. Was sehr, sehr geil ist, das will ich euch nicht vorenthalten, ist, es gibt tatsächlich jetzt schon 3 mittelgroße Träger in Deutschland, die richtig Bock haben, die Kita-Welt mit mir zu rocken. Und mit denen werde ich jetzt gemeinsam Kita-Helden-Prinzipien etablieren. Ja, und dabei ist sogar auch ein städtischer Träger, also öffentlicher Dienst. Wir werden alle Mitarbeiter dieses Trägers, Schulen in puncto Persönlichkeitsentwicklung, Haltung, Mut, Standing, die Kita-Helden-Prinzipien, das beste Team der Welt aufbauen. Wir werden alle Kita-Leitungen zu Kita-Coaches machen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ne? Die sind richtig bereit, auch dafür zu zahlen, weil die wissen, das ist die Zukunft. Wir brauchen eine neue Form der Kita-Philosophie, eine neue Form von Teambuilding, eine neue Form von Führungskompetenzen und von Trägerengagement. Und das ist so geil und ich will euch das unbedingt mitteilen, dass ihr nicht denkt, irgendwie hier sitzt keine Ahnung, einer, der irgendwie nur so aufwickelt oder so, gar nicht, sondern ich bin in der wunderbaren Position und bin herzlichst dankbar dafür, für das großartige Vertrauen dieser Kita-Träger, die mit mir jetzt die Kita-Welt verändern werden. Und ihr seht, Geld ist genug da. Ja, Fördermittel sind da, die können das alle bezahlen, die wollen das auch alle bezahlen. Und dabei ist ein privater Träger, das kirchlicher Träger und ein Träger aus dem öffentlichen Dienst. Das heißt, die Gelder sind da. Und wenn euch irgendein Träger sagt, wir haben dafür kein Geld, dann stimmt das einfach nicht. Auch für die Elterninitiativen. Ich bin viel auch in Elterninitiativen. Auch dort ist das Geld da, weil die beantragen das einfach beim Ministerium oder beim Jugendamt. Denn da sind die Fördermittel für Weiterbildung, Teamqualifikationen da. Oder der Träger nimmt die Fördermittel von den Krankenkassen. Da gibt es Programme, Präventionsprogramme nennen die sich. Und da kann man zum Beispiel das Präventionsprogramm Resilienz nehmen und dann kriegt man eine ganze Teamfortbildung über längere Zeit bezahlt. Das heißt, wenn euer Träger sagt, er hat kein Geld, wenn die Kita-Leitung sagt, sie hat kein Geld, wenn die Fachberatung sagt, es gibt kein Geld für die Kita-Helden-Fortbildungen, dann stimmt es leider nicht. Dann steht dahinter jemand, der sich entweder nicht engagieren möchte für Fördermittel oder euch einfach da schlichtweg nicht die Wahrheit sagt oder einfach auch keine Ahnung hat. Sorry, aber das Geld ist da. So, jetzt gucke ich mal, ob ihr Fragen habt. So, jetzt höre ich mal auf zu ringen. So, mit Risiken Fremdbetreuung. Ja, das ist sehr interessant, KK. Die Risiken der Fremdbetreuung. Darüber wird zum Beispiel gar nicht gesprochen. Ich war, glaube ich, einer der ersten vor vielen Jahren, der in sein Eingewöhnungskonzept der 0- bis 2-Jährigen die Studien und die wissenschaftlichen Fakten zu den Risiken der frühen Fremdbetreuung, also Stress, ja, frühkindlicher Stress nennt man das ja auch gerne in der Umgangssprache,
Da habe ich das schon mit reingenommen. Die ganzen Statistiken, das heißt, die Eltern, bevor sie überhaupt ihr Kind zu mir gegeben haben, sich bewusst dann auch für die Krippe entschieden haben, konnten sich mal durchlesen, welche Risiken mit der frühen Fremdbetreuung verbunden sind. Daraufhin haben die Hälfte der Eltern gar nicht erst den Schritt gewagt, das Kind in die Krippe zu geben und sind lieber mit dem Kind zu Hause geblieben, haben dann gerne weniger Geld verdient, auch nur ein Auto vielleicht gehabt oder auch nur eine kleinere Wohnung anstatt zwei Häuser, aber haben genau das getan, was ich mir für alle Kinder wünsche, nämlich viel Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. So, ich finde dich so. Lisa, danke. Lisa sagt, sie findet mich super. Was du alles auf die Beine stellst, wie du den Beruf zur Berufung machst, ich bin völlig bei dir. Danke dir, Lisa. Das gibt mir für meinen Sonntag heute voll die Motivation und ich krieg richtig Bock durchzustarten. Ah, so, na, 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 wo sind wir? Das würde mich auch interessieren, ist genau mein Thema. Tanja Kleene, was würde dich interessieren? Meinst du da was mit mir? Gibt es Listen der Fördertöpfe? Timo, die Fördertöpfe, also da brauchst du gar keine Listen. Also du musst einfach nur zu dem Jugendamt gehen oder zum Ministerium oder zu deiner Fachberatung oder dem Träger. Die müssen das wissen. Die kennen alle Förderprogramme. Es gibt ja auch Landesfördermittel, Bundesfördermittel. Das ist gar nicht so schwer. Da kann man sogar nachgoogeln. Ich brauche nur 5 Minuten und gebe an, Fördermittel für Kitas. Ja, und dann sehe ich schon, oder Bundesfördermittel oder Landesfördermittel, Projekt Kitas, Projektmittel, das sind alles Wörter, die könnt ihr eingeben, könnt ihr googeln und dann könnt ihr mit den Sachen, die ihr ergoogelt habt, und da steht das ja auf den Seiten der Ministerium, ne? Das ist ja alles korrekte Information. Da könnt ihr dann mit der Liste, die ihr selber stellt, zu eurer Fachberatung, zum Träger gehen und könnt sagen, hier, hallo, Teamfortbildung mit den Kita-Helden will ich gerne haben, kostet so und so viel, klingt zwar viel, ist aber nicht viel, weil die Fördermittel sind noch viel mehr, die können wir beantragen. So, stimmt, im Team wird sich genau, ne, der antwortet die untereinander. Hast du das live auch bei YouTube gespeichert? Will das gerne weiter teilen an meinen Teams und Leitungen, die nicht bei Facebook sind? Ja, Inga, das ist jetzt noch nicht gespeichert. Das wird im Anschluss, wird dieses Live hier gespeichert. Und dann werde ich es, schaffe ich das heute aber nicht mit einer halben Stunde, einer Dreiviertelstunde. Wir machen heute wieder eine Stunde. Scheiß drauf, wir machen die Stunde voll. So, ich werde das live hier bei Facebook speichern und dann auf YouTube hochladen. Und zwar heute im Laufe des Tages, so dass das morgen irgendwann drauf ist. So, welche Möglichkeiten gibt es, den Stress im U3-Bereich zu reduzieren? Vor allem bei Eingewöhnungen für die anderen Kinder, also nicht das Kind, das eingewöhnt wird. Ja, was da ganz wichtig ist, ist, dass du für dich erstmal klar darüber wirst, Caroline, wie dein Gruppenkonzept aussieht. Also wie willst du denn überhaupt eine Gruppe gestalten? Ist wichtig, wie viele Kinder willst du eingewöhnen? Wie viele Kinder dürfen da sein, wenn du Eingewöhnung machst? Ich hatte am Ende in den letzten 5 Jahren, in dem ich meine Kitas aufgebaut habe, nach den Kita-Helden-Prinzipien, da habe ich einfach alles so gemacht, wie ich es wollte. Ich habe dann für Kinder, bei denen ich wusste, da ist die Eingewöhnung besonders sensibel, weil die vielleicht noch sehr jung sind oder besonders herausfordernd sind, habe ich einfach mal für eine Woche die Kinderzahlen reduziert. Bäm. So, und damit schütze ich auch Kinder. Und wenn ich aber sehe, da Eltern irgendwie völlig aufgeworfen sind, dann werde ich mit mehr Personal, das ich hatte, ja, natürlich dann vielleicht noch eine Nebengruppe eröffnen oder die Kinder entzerren. Also ich hatte halt die Ressourcen und das ist es, was ich dir sagen will, Caroline. Ich hatte schon die Ressourcen, um all das so zu ermöglichen, damit weder die Kinder noch die Kollegen irgendwie Stress erfahren. Und deswegen kann ich dir das so gar nicht im Kleinen sagen, sondern es macht Sinn, tatsächlich mit mir eine Inhouse-Fortbildung zu machen. Und an einem Tag erarbeiten wir genau diesen Rahmen, den ihr braucht, um auf Basis des Rahmens alles zu verändern. Es ist echt nicht schwer. Also ein Tag reicht schon aus, damit ihr eine Idee von dem Rahmen habt, von der Basis habt. Und wenn ihr diese Basis habt, ne, die Gesetzesgrundlagen, das Standing, den Mut, die Techniken, die Methoden, die Strategien, wenn ihr das habt, dann könnt ihr auf Basis dieser Geschichte fast alles verändern, was ihr im Moment für unmöglich haltet. Kannst du Literatur zu Risiken der Fremdbetreuung für U3 reinstellen? Ja, kann ich machen. Findest du aber auch Vlora Islami. Das findest du aber auch bei meinem Artikeln. Schau mal, es gibt auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de den Reiter Kita-Helden. Und wenn du da drauf gehst, kommst du dann auf die Artikel. Und da gibt es schon viele Artikel, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Und da habe ich eine Seite allein an Links, an Quellen, Verzeichnissen, ja,
reingehauen. Da kannst du die ganzen Quellen direkt per Link anklicken und kannst hier alles runtersaugen. Also geh am besten mal auf meine Seite www.heldentaten-akademie.de auf den Reiter Kita-Helden. Da siehst du dann den Button Artikel. Da gehst du drauf und da findest du jede Menge geile Artikel, die dir ganz viele Links geben auch zu genau dem Thema. Da findest du auch alles, was ich dann später in meine Eingewöhnungskonzepte mit reingenommen habe. So, mega, sehr gut, Andreas Inge. Was haben wir noch? Das ist so ein gefährliches Halbwissen, das die Leitungen teilt. Da und antwortet ihr untereinander, glaube ich, gell? Kommst du nach ganz Deutschland? Wo kann man die Phobis mit dir buchen? Ja, das ist jetzt Fee und Daniel Halfi. Fee und Daniel Halfi. Ja, www.heldentaten-akademie.de, da findet ihr alles, was ich mache. Und ich bin jetzt nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile in Österreich und der Schweiz. Das heißt, ich habe auch noch die Erfahrungen in anderen Ländern, wie die damit umgehen. Das macht das Ganze sehr attraktiv und spannend. Das heißt, ich komme, egal wo ihr seid, ich komme hin. Allein dieses Jahr habe ich schon Hamburg, München, Berlin, Dresden, Jena, Leipzig, Köln, Düsseldorf, Heidelberg. Was habe ich denn noch? Habe ich Jena schon gesagt? Dortmund, eine Insel, Amrum. Ich glaube, auf Amrum bin ich. Nee, Rügen. Rügen oder Amrum bin ich sogar. War mega krass. Rhein-Main-Gebiet sowieso. Also ich komme überall hin. So, Claudia, Kita-Helden-Coach, hat direkt mal meine Webseite hier für euch schon in die Kommentare gepackt. So, habt ihr noch sonst Fragen? Ich lese mir natürlich nachher nochmal eure Sachen alle in Ruhe durch, damit ich sehe, was ihr zu sagen habt. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, machen wir hier jetzt einfach mal einen Cut. Und das war die erste Aufwärmrunde und wir werden viele Lives machen, oft jetzt am Sonntag. Vor allen Dingen jetzt in der ersten Zeit, weil ich möchte unbedingt euch unterstützen in der Zeit, die jetzt kommt. Ne? Die Eingewöhnungen, gerade zu Corona-Zeiten, kranke Kinder. Das macht mir große Sorgen. Wir haben viele, viele kranke Kinder, die kommen werden. Und die Frage ist, schicken wir sie jetzt alle nach Hause? Weil bei dem leichten Husten könnte es ja Corona sein. Die Konflikte, die dadurch auftreten zwischen Eltern und Erziehern, zwischen den Kita-Trägern, den Erziehern und den Eltern, all denen werden gigantisch sein. Es ist ganz wichtig. Deswegen bin ich im Moment ganz viel unterwegs und mache Schutzkonzepte für Kinder und vor allen Dingen für Kita-Fachkräfte. Ja, die meisten machen Schutzkonzepte für Kinder. Aber damit ist niemand, das reicht nicht. Wir brauchen Schutzkonzepte auch für die Kita-Fachkräfte. Auch die wollen beschützt werden, weil das sind ja die Beschützer derer, die beschützt werden wollen. Und natürlich müssen wir die Beschützer auch beschützen, ist auch klar. Also Schutzkonzepte entwickeln, Notfallpläne entwickeln. Ganz wichtig, was tun wir, wenn wir Personalmangel haben? Wann reduzieren wir die Kinderzahlen? Wann reduzieren wir die Öffnungszeiten? Wann schließen wir die Gruppen? Legen Gruppen zusammen? Wann schließen wir die Kita mal für 2, 3, 4 Tage für eine ganze Woche? Das sind Dinge, die erarbeite ich mit ganz vielen Teams und ich möchte da ganz nah an euch dranbleiben und mit euch weiterhin viele Lives machen, damit wir genau auf diese Sachen eingehen können, damit ihr einen Handlungsrahmen habt, auf den ihr euch berufen könnt. So, dir ist dafür kein Weg zu weit. Nein, Inga, mir ist kein Weg zu weit, um zu euch zu kommen. Ich habe die Mission, die Kita-Welt mit euch zu verändern und dann scheiße ich auf die Kilometerzahl. So, danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, Sandra, fürs Dabeisein. Es war so toll. Oh, danke, Manuela. Manuela und ich haben ja auch ein Kita-Geflüster gemacht und das wird auch bald kommen. Freue ich mich schon sehr drauf. Okay, an der Stelle, ich sehe, ihr habt keine Fragen mehr. Dann heben wir uns die Fragen auf für auch nach der Sommerpause. Es gibt noch Kitas bzw. Bundesländer, die haben noch Sommerpause, die haben auch noch Sommerferien. Ab sofort bin ich wieder für euch am Start. Ihr werdet sehen, unter der Woche kommen wieder Artikel, Kita-Helden-Geflüster, Interviews und Lives. Auch auf Instagram und Facebook sowieso und YouTube, ne? Und ich werde in Kürze auch Pinterest versuchen zu erobern. Gemeinsam mit euch werde ich dann versuchen, auf Pinterest ein geiles Profil aufzubauen, damit wir noch mehr Menschen erreichen. So, an der Stelle lieben, lieben Dank euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich danke euch für euer Vertrauen in mich, für eure wertschätzenden Worte. So viel Wertschätzung, das ist der Wahnsinn. Das ist, ich fühle gerade, mein Traumjob fühlt sich nach Traumjob an. Das meine ich wirklich, also das ist Gänsehaut pur, am ganzen Körper. Das ist mein Traumjob, fühlt sich nach Traumjob an. Ich kann nicht glücklich, das werde ich jetzt gleich meiner Familie erzählen, ja? Also das ist Wahnsinn. Und das ist, danke. Danke. Ich will das für euch, das will ich für euch. Das soll sich für euch so anfühlen. Keine Belastung mehr, sondern nur noch Berufung, Leidenschaft, Hingabe, Herz, Liebe und Glück und Freude.
Also, macht euch einen schönen Sonntag, genießt den Sonnenschein wie ich. Ich bin völlig nass geschwitzt, ich kann jetzt erstmal duschen gehen. Alles Gute für euch und meldet euch, wenn ihr Lust habt. Schaut nochmal beim Kita-Helden-Coach vorbei auf der Webseite oder bei der Schlagfertigkeitsausbildung. Das ist wirklich mega geil, ich kann es nur empfehlen. Damit setzt ihr einen ganz großen Schritt für eure eigene persönliche Entwicklung und dann werden wir gemeinsam in der nahen Zukunft Heldentaten vollbringen. Ich danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.